8 junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren starben 2018 infolge eines Verkehrsunfalls. 156 wurden schwer verletzt. Damit sich diese Zahl minimiert, veranstaltete die Landesverkehrswacht am 6. November im Justizministerium Schwerin den sogenannten Crashkurs MV. Junge Menschen sollen durch schockierende Bilder und Geschichten zum rücksichtsvollen Verhalten im Straßenverkehr bewegt werden. Prävention hilft viel, auch wenn man das immer nicht messen kann. Aber wenn man sich die Entwicklung der Verkehrsunfallzahlen und Personenschäden anschaut von den letzten 30 Jahren, dann sind wir schon sehr, sehr viel besser geworden, aber nicht gut genug. Also dazu gehört natürlich auch gehören Sicherheitseinrichtungen in den Fahrzeugen. Dazu gehört natürlich auch Alleenschutz, dass wir unsere Alleen mit Leitplanken versehen. Das würde schon viel beitragen. Da sind wir auch dabei in Mecklenburg-Vorpommern. Es war der 70. Crashkurs in Mecklenburg-Vorpommern. Aus diesem Anlass zeigte die Landesverkehrswacht den Schülerinnen und Schülern der Schweriner Beruflichen Schule Technik einen neuen Auftaktfilm. Der Film ist speziell auf die Altersgruppe und die örtlichen Verkehrsbedingungen zugeschnitten. Im Anschluss an den Film erzählten Rettungskräfte anhand von Bildern von ihren persönlichen Erlebnissen. Wir wollen in einer begleiteten Art und Weise junge Leute ganz konkret mit den Folgen von Verkehrsunfällen auseinandersetzen. Und das soll kein Gespräch sein, was Larifari ist, sondern wir wollen die Folgen eines vermeintlichen 5 Minuten Zeitvorteils gegenüber einem ausgeloschenen Leben deutlich machen. Und wenn wir das pädagogisch und psychologisch richtig tun, dann hoffen wir, dass das nachhaltige Wirkung hat. Wir wollen, dass junge Leute nicht verunglücken, dass junge Leute nicht tödlich verunglücken. 2013 wurde das Projekt Crashkurs MV von der Landesverkehrswacht, dem DRK, der DEKRA und der Landespolizei ins Leben gerufen. Seitdem konnten rund 12.000 junge Erwachsene erreicht werden, in der Hoffnung, dass ihnen so etwas nicht passiert.